Ich grüße dich, hier ist Aki Hoffmann. Heute Morgen bin ich mit einer etwas gemischten Stimmung aufgewacht. Einerseits war so ein bisschen Frust da über die aktuelle Zeitqualität, dass da draußen so viel dunkle Sachen passieren, so viel Krieg, Gewalt und so viel es auch zerbricht. Und gleichzeitig habe ich da auch irgendwie gespürt, da ist ja schon ein Funke von vielem guten Neuem. Und das ist etwas, was einen ja manchmal dann so hin und her reißt und man kann das nicht so genau definieren. Und das macht Stimmungen auch manchmal so ungreifbar. Und ich dachte dann auch daran, dass ja in der indischen Kosmogonie die Zeitberechnungen so sind, dass ja wir uns im Kali-Yuga befinden, also in einem Zeitalter, was etwa 5000 Jahre bis jetzt gedauert hat und aber einen Übergang jetzt hat zu einem neuen Zeitalter. Also etwas Altes geht zu Ende und etwas Neues kommt, im großen Sinne, im kosmischen. Und das Kali-Yuga, das Zeitalter, wird genannt das Zeitalter der Lüge und der Gewalt. Und insofern können wir natürlich hoffnungsvoll sein, wenn das zu Ende geht. Und viele sagen ja eben, das neue Zeitalter könnte das goldene Zeitalter oder ein goldenes Zeitalter sein. Ja, wie dem auch sei, mich macht es manchmal auch sehr, sehr hoffnungsvoll. Und trotzdem verunsichert einen natürlich, wenn etwas Altes wegbricht. Und das gibt ja auch viel Bewegung. Und darin immer wieder das Positive zu sehen, das versuche ich. Und meistens gelingt mir das auch. Ja, und heute Morgen habe ich eben dieses Stück, nicht dieses Stück, diese Stimmung in ein Musikstück versucht zu übersetzen. Ich bin relativ bald ans Klavier gegangen. Und da habe ich dann eine Klaviertechnik auch noch angewendet und eine Spieltechnik, bei der man mit der Hand auf die Saiten greift und einen ganz bestimmten Klang erzeugt, Resonanzen im Klavier. Die ist jetzt in diesem letzten Jahrhundert immer mehr auch beliebt geworden. Könnt ihr mal gucken, ich habe es auch im Video eingefangen. Jedenfalls, das passt auch nochmal, weil diese Resonanzen, also resonieren, mitklingen im Flügel, die passen irgendwie auch zu dieser Stimmung. In diesem Sinne wünsche ich dir wieder viel Freude beim Hören und freue mich auf ein nächstes Mal. Bis bald.